Na gut, das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen nett, dass er uns hier laufen lassen möchte. Tja, aber. Dexter, das müssen wir anders machen. Das geht so nicht, Freundchen. Wir brauchen da einen gewissen Zauberspruch. Nennt sich Feuerregen. Tja. Mal gucken, was die anderen davon Geh halten. Bloß weg mit deiner Magie. Jetzt bist du... Alle tot. Ahahaha. Ja, genau. Frick ab. Wow, 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 wow. Wow. Junge, komm mir nicht zu nah hier. Oh, da oben ist noch einer. Ja komm. Na. So aber nicht hier, Freundchen. Na. Wow, Hilfe, 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 Hilfe. Das hört sich nicht so gut an, was er hier von uns abziehen möchte. Eigentlich hatte ich hier auf Hilfe gewartet. Wieder so ein Fehler im Spiel, glaube ich. So. Verdammt nochmal. Eigentlich sollte Greg jetzt an der Stelle auftauchen, aber nun gut. Wir gönnen uns erstmal alles hier. Ah, Befehle von irgendwem. Hört sich schon mal ganz gut an. Jetzt gönne ich mir aber den Stängel Sumpfkraut, ey. Das muss jetzt sein. Naja, irgendwie ein Fehler im Spiel. Eigentlich sollte Greg hier auftauchen. Nicht, dass ich den jetzt hier auch getötet habe, oder? Scheiße. Wollen wir nicht hoffen. Greg, wo bist du? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Da muss ich noch ein bisschen was austesten. Wartet mal kurz. So, ich habe den Fehler entdeckt. Tja. Wir sollten... Hätten ihn ansprechen müssen. So, mach mal kurz Feuerring ausrüsten und... Dexter, hi! Du hast es nicht anders gewollt. Tja. So machen wir das jetzt. Durch dieses wird Greg herbeigerufen. Der dann natürlich... Wow! Aua, nein, Hilfe, Hilfe! Oh, 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 das hört sich nicht gut an. Nein, nicht! Ah. Wow! Hilfe, Greg, hilf mir doch! Greg gönnt sich die anderen, so. Sieht schon mal ganz gut an. Das war's für dich, Penner. Da oben ist noch einer. Greg, hilf mir doch. Wow. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Da sind aber noch ein paar, Greg. Du sollst mir doch vielleicht ein bisschen helfen. Wow, nicht? Tötet mich nicht. Hilfe, Greg. Ah, so, perfekt. Oh, ich glaube, ich drehe eben schnell zwei Parts. Dann müsste das eigentlich hinhauen. Gold! Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Ja, nimm mal alle seine Waffen mit, Greg. Das hört sich ganz gut an. So. Ist uns Greg dann doch zur Hilfe geeilt? Scheiße. Ich habe aber weniger Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist, finde ich, schade. Aber tja, kann man nichts machen, nicht? Dann bin ich mal gespannt, was denn Dexter so bei... Ja, wir hatten ja schon Degen und diese Befehle, die finde ich interessant. Die lesen wir jetzt erstmal. So. Was sind das für Befehle? Nein. Da, Befehle. Ich habe das Schreiben beim Banditen Dexter ab... Dem Banditen Dexter abgenommen. Dexter, du Mistkerl! Als ich noch S-Baron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Korinnes finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Raven. Alles klar, Raven steckt da wirklich hinter. So. Greg, danke für die Hilfe. Hey, du. Dexter hat nur diesen Brief bei sich. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinis kommt. Nein,
Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Tja, was wolltest du sonst Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Was gibt es da hinter den Bergen? Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Tja, okay. Ah, wertschätzende Bekannte, oder? Ah, ich muss hier... Nein, ah, zack, 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 nein, zack, 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 zack. So, alles klar. Rohstahl, oh ja, ich kann ja auch schmieden, nicht? Okay, dann denke ich mal, beende ich mal die Folge. Ich muss das hier in 2 Parts. Ja, packen. Na gut. Wird wohl nicht anders gehen, ne? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Ja gut, dann werden wir in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich dann Kord erstmal Bescheid sagen, dass sein Kumpel gemorchelt wurde. Tja, kann man nichts machen, ne? Ja, ich bin der Endgänger, wir spielen Gothic 2. Bis zum nächsten Mal, tschüssi.